Damit, yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier am Flughafen. Ich habe einiges vorbereitet. Wir gehen jetzt aber erstmal hier wieder zu dem Rollfeld und dann haben wir natürlich das hier noch nicht gemacht. Das heißt, hier links ist die Feuerwehrwache und hier rechts ist dieses andere X. Und genau hier, bei dem hier, ne, in der Mitte davon, von den zweien, haben wir ja dieses Kreuz und da gehen wir jetzt einmal hin, nach rechts. Und dann haben wir hier diese kleine Gerade, diese Mittelspur. Und hier werden wir jetzt einfach mal anfangen. Wir gehen hier an die Lichter neben dem Kreuz. Und hier wollen wir jetzt einfach mal den Kreisel umbauen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal genau hier hin. Zack, einen weg. Zur Seite 1, 2, 3, 4. Ne, damit wir hier insgesamt 5 breit haben. Und dann gehen wir nach links. So, wenn wir hier diesen 5er haben, gehen wir nach links. Einmal hoch. Zack. Und noch ein 5er. So, ne? Dann wieder 5 hoch. Oben ein blaues Sicht, unten ein weg. Dann einmal hochversetzt, 4 Stück noch weg, damit so aussieht. Dann wieder 5 hoch. Zur Seite 2. Dann hoch, 3. Den vierten wieder nach 3 nach oben und 2 nach rechts. Dann wieder 2 daneben. Dann 1, 2, 3, 4. 2 nach oben. 3 nach oben rechts und oben rechts blaues Sicht. Dann nochmal ein Dreier und ein Zweier. Dann ein Zweier. Rechts noch einen hoch, da haben wir wieder so eine Ecke. Daran Zweier und einer. Zwei freie, blaues Licht. Dann drehen wir uns einmal. Eins, zwei, drei, einer. Nochmal so eine Ecke. Zweier hoch, Zweier und nach links einer und dann wieder hier Zweier Licht. So sieht das dann aus. Dann drehen wir uns wieder Zweier und Dreier. Dann haben wir hier einmal einen nach unten, ein Dreier entlang, ein Dreier nach links und einen versetzt nach links, blaues Licht. Daneben nochmal ein Dreier. Dann wieder runter. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6. Auf dem dritten von rechts. Zack, 3 hoch und 2 nach oben, nach links. Dann hier nochmal 2, den dritten, 5 nach oben. Und dann eben nochmal 1, 2, 3, 4. Dann einen nach unten und wieder 5 hoch. 2 freilassen oben, nach rechts blaues Licht. Und dann insgesamt ein 5er. So weiter 5er. Und dritter 5er. So, im dritten Fünfer haben wir hier schon eine kleine Linie, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und hier dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 hoch, damit es genau hier auf den grauen Streifen ist. Dann einmal hier gehen wir an den rechten Streifen, 2 freilassen, links blaues Licht, dann geht es weiter. Wieder hier, ein Fünfer, zweiter Fünfer und dritter Fünfer. Zack, können wir wegbauen, die linke Linie lassen wir mal. Dann gehen wir hier die rechte Linie oben blaues Licht. Dann wieder 1, 2, 2 Fünfer. Links auch die Linie weg. Zack. Dann gehen wir links an die Linie oben 2 nach rechts blaues Licht. Und dann nochmal 1, 2, 3. Ne? Hier nochmal 5er Lücke. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Dann sieht das so aus, genau bei diesen Punkten hier. Hier bauen wir dann nochmal so ein Licht rein. Ne? Ihr wisst ja jetzt, wie das geht. Glowstone, da Eichenzaun, rotes Glas, oben noch die Eichenfalltür und dann hier an den Rändern. Ihr seht das ja, genau so sollte das dann aussehen. Da ist das ein bisschen versetzt. Hier, oder es ist nicht versetzt, es ist genau gleich wie da, nur hier ist die Linie anders. Ne? Drei Stück da drumherum, dass das Licht in die Richtung zeigt. Dann gehen wir weiter. Nochmal ein Fünfer und noch ein Fünfer. Hier wieder nur rechte Linie weg. Dann zwei hier freilassen, nach links blaues Licht. Dann nochmal ein Fünfer und zweiten Fünfer. Zack. Beim zweiten Fünfer haben wir auch links die Linie weg. Und da oben setzen wir ein blaues Licht dran. Dann nochmal ein Fünfer und einen zweiten Fünfer. So. Dann gehen wir hin. Die Linie haben wir wieder weg. Ne? So, dass wir dann oben 1, 2, 3, 4, 5 immer haben. Und dann daneben ein versetzt nach oben, 1, 2, 3, 4, 5 und wieder hier die 5 nach oben. Das heißt, den sechsten dann immer hier 5er Lücke und den sechsten 5 nach oben, 2 hier freie, blaues Licht rechts. Und sind wir fast am Ende, nochmal ein Dreier daneben, dann 2 nach oben, den dritten nach oben und dann nochmal 3 weg und nach 2 nach rechts. Und wir insgesamt 4 lang und hier insgesamt 3 lang. Dann daneben nochmal 1, 2, 3, 4, 5 und dann einen hoch, zack. Wir insgesamt, ne, hier im Fünfer, hier nochmal so ein Einer. Dann hier neben 3 hoch, nochmal 3 nach rechts, 2 wieder frei, nach links blaues Licht. Dann hier neben 1, 2, 3, nochmal hoch, Dreier.
den hoch, 2 nach oben, nochmal 2 nach rechts und ein nach rechts, dann hier neben, genau in der Mitte, nach links ein und versetzt nach da gelbes Licht. Zack, so sollte es hier aussehen. Dann können wir einmal nach da gehen. Ja, ich habe hier schon Stein gebaut überall, ihr seht das ja. Ich habe hier einmal die Linie bis hinten entlang gezogen, damit ich genau weiß, wie viel Stein ich bauen muss. Hier könnt ihr dann natürlich später auch wieder hingehen, baut er wieder hier, ne? 1, 2, 3, 4. Und dann macht er die Kurven wieder selber. Ihr habt das ja jetzt eigentlich so weitestgehend verstanden. Dann gehen wir hier weiter vor. Jetzt haben wir hier mal wieder einen Fünfer. Den hauen wir jetzt erstmal weg, weil hier ein Licht drin ist. Können wir auch die Linie wegbauen. Das heißt, wir gehen dann hier hin, genau mittig. Vor, bei der gelben Linie auch blaues Licht. Zwei links, zwei rechts. Dann nochmal ein Fünfer, zweiter Fünfer und dritter Fünfer. Die rechte Linie lassen wir erstmal. So, dann gehen wir an die linke Linie, genau oben, daneben blaues Licht, dann wieder ein Fünfer, zweiter Fünfer, da die rechte Linie auch weg. Und dann gehen wir einmal hin oben rechts, gehen wir dann nach links einmal blaues Glas, dann sieht das Ganze so aus. Gehen wir weiter, nochmal ein Fünfer, zweiter Fünfer. Und dritter Fünfer. Zack. Hier wieder alle Linien weg. Auch die ganz rechts. Die hier. Dann wieder hier blaues Licht. Zwei rechts, zwei links. Ne? Dann weiter. Fünf. Nochmal fünf. Zwei Fünfer. Dritter Fünfer. Rechte Linie lassen wir. Gehen wir einmal bei dem letzten an die linke Linie. Zack. Hier blaues Licht. Dann nochmal ein Fünfer. Und dann machen wir den hier auch weg und dann gehen wir weiter. Dann nochmal 1, 2, 3, 4. Hier ganz links, ne, die Linie nochmal weg, dass wir hier den 5 haben. Und dann hier sind 3 nochmal dran. Ne? Ne, 3. Versetzt 2. Und dann einmal wieder bei dem dritten 5 nach oben. Ein freilassen, blaues Licht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daneben. Das heißt, hier haben wir wieder einen 5er und den auch 5 hoch. Dann wieder versetzt nach oben. 1, 2, 3, 4. Dann wieder den 5 und 5 nach oben, ein freilassen, rechts daneben blaues Licht. Dann wieder ein Dreier daneben, dann hoch, 2. Dann wieder den dritten weg und dann wieder 5 hoch. Daneben nochmal 3. Dann 1, 2, 3, 4, 5 insgesamt hoch. In der Mitte gehen wir nochmal 3 nach oben, nach links 2 und dann blaues Licht. Dann drehen wir uns so ein bisschen, Dreier nochmal, dann nochmal hier. 1, 2, 3, ganz links, nochmal einen nach oben, ein Zweier und noch ein Zweier. Dann 1, 2, Zweier. Bei dem zweiten Zweier gehen wir nochmal 2 nach oben, dann haben wir hier das hier. Dann nach links, einer, Zweier, einer, oben blaues Licht. Nochmal runter, genau mittig, nach rechts blau, einen gelben. Dann hoch, 1, 2 und dann 1, 2, 3, einer. Bei dem dritten einer wieder 4 nach oben. Und dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die können wir jetzt erstmal weghauen. Also immer so, dass wir hier insgesamt 3 haben. Ne? Und der vierte ist immer der Viererstrich nach oben. Ne? Dann einmal, ne? 1, 2. Schlagen wir einmal hier die Linien weg. So, dann gehen wir einmal hier hin. Linke Linie, ganz oben nach rechts, blaues Licht. Dann nochmal hier eine Lücke, eine Dreierlücke. Zweite Dreierlücke. Und dritte Dreierlücke, zack, ne, wieder die Streifen weg hier, rechts lassen wir. Das heißt hier, ne, zack, nach links blaues Licht daneben, ihr seht das ja. Dann nochmal 1, 2, da haben wir auch die rechte Linie jetzt weg. Zack, ne. Dann gehen wir einmal hier an die rechte Linie, zack, nach oben so ein und dann diagonal nach links blaues Licht, dann nochmal 1. Dann ne, hier ein Dreier nochmal, dann wieder nach oben und dann hier eine Zweierlücke nur, ein nach oben, dann hier wieder so, ne, ein daneben und diagonal ein blaues Licht und dann hier wieder eine Dreierlücke und noch eine Dreierlücke. Zack. Die Streifen können wir weghauen. Dann kommen wir genau hier an. Hier ist dann schon mal einer ist schon weg, dann nochmal zwei daneben, dass wir insgesamt wieder drei haben. Und dann den Streifen nach oben, da nach rechts blaues Licht. Dann nochmal 1, 2, Dreierlücke. Ne, zweimal diese Dreier weg. So,
hier den Streifen auch weg und bei dem Streifen nach links oben blaues Licht. Und jetzt haben wir es fast geschafft. Meine Hände sind schon wieder richtig am Schwitzen, Leute. Wir gehen weiter. 1, 2 und 3. Wieder auch rechts die Linie weg. Zack. Dann hier wieder einer daneben, diagonal nach links, blaues Licht. Dann 1, 2 und 3. Hier lassen wir die rechte Linie erstmal. Das heißt, gehen wir dann hier an die linke Linie, einen daneben, blaues Licht da, so, ne? Und dann nochmal hier die in Vierer weg. Und dann hier daneben zwei weg. Und dann ist das hier automatisch wieder so eine Dreierlücke, ne? Seht das ja? Ich mache das jetzt erstmal so. Dann gehen wir hier einmal hin. Jetzt haben wir hier einmal, ne, den gelben Streifen gemacht. Dann gehen wir nochmal einen nach oben, einen nach rechts, so, ne? Genau daneben das rote Glas, darunter Eichen, Zaun, Glowstone. Hier so diese zwei Treppen dran, ihr seht das ja, ne? Genau so macht ihr das. Gehen wir weiter. 1, 2, 3er, ne? Noch ein Dreier, noch ein Dreier. Hier die rechte Linie lassen wir, die zwei linken hauen wir weg. Dann hier linke Linie, zack, direkt daneben blaues Licht. Und dann nochmal 1, 2, 3er, alle Linien weg, auch die rechte. Ah, Junge, was ist heute nur los? So, zack. Dann nochmal weiter. Nochmal 1, 2, 3 Stück. Hier wieder rechte Linie weg. Haben wir sofort hier den Bogen. So, das heißt, wir gehen dann hier hin. Einen nach oben, links daneben, blaues Licht. Dann einmal 2 Einer. Wir drehen uns. 1, 2, 3. Nach oben, Zweier und noch ein Zweier. Darunter nochmal einen weg. So. Und das raus machen wir Zweier. Dann ein Dreier. Noch ein Dreier. In der Mitte 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Ein Dreier. Zweier. Dann über den Zweier genau da ein Dreier. Bei dem Dreier nach ganz links hoch. Zweier, Zweier. Dann drehen wir uns. 1, 2, Einer. Nochmal drehen. Zweier, so ein, ne, so ein kleines Eck. Nach oben 1, 2, 3, Einer. Ganz oben blaues Licht. Fertig. So baut ihr das erstmal. Diese ganze Linie lassen wir noch. Die machen wir noch nicht. Die lassen wir erstmal so stehen. Das heißt, wir gehen jetzt noch ein bisschen, ne, wir haben erst 12 Minuten, bisschen Straßensysteme. Und dann werde ich nämlich da in der Bahn ein bisschen weiterbauen, weil dann lohnt sich das ein bisschen mehr, da dieses Video zu ziehen. Das heißt, wir wollen jetzt hier ein bisschen Straße bauen. Wir gehen hier hin. Hier haben wir ja jetzt, ne, diese Stützen und so, da kommt noch ein Gebäude, alles drauf. Hier gehen wir jetzt hin, hinter dieses Depot. Und da wollen wir jetzt einmal links weitermachen. Hier ein zweites Depot reinklatschen. Oder? Ne, wir machen das anders, sorry Leute. Wir gehen jetzt einmal, ihr seht, ich habe mega viel vorbereitet. Wir gehen jetzt einmal hier hin. Jetzt haben wir ja hier diesen, ne, genau neben der Halle. Hier ist die Eingangshalle und hier links daneben haben wir jetzt hier diese, ne, Garagen gebaut. Und genau hier gehen wir jetzt hin. Hier haben wir jetzt einen Dreier. Einen daneben bauen wir noch einen. Das heißt, wir nehmen uns einmal den Quarzblock und bauen hier noch eine Wand, damit das eine Vierer wird. So. Also wir verlängern das Ganze um eins. Das heißt, auch das verlängern wir um eins. Das hier können wir wieder wegschlagen. Können wir einen Stein reinhauen. So, dann gehen wir hin. Unten bauen wir dann hier einmal eine Zweier-Tür rein, rechts, dass hier zwei sind, hier einer, weil hier ist ja eh nur die Linie. Dann gehen wir hier, ne, ganz rechts dran, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ne, dann ich drehe mich jetzt so, dass ich aufs Gebäude gucke. Dann nach links, nach unten, Zweier, dann 2, einer, Zweier. So, ne, ihr seht das ja, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nach den 19, nach hinten, Zweier, dann hier, ein Einer, ein Zweier, und dann haben wir hier die lange Linie. Die bauen wir jetzt so drei weg. Dann gehen wir hier hin, drehen wir uns wieder so, dass wir jetzt hier, ne, so drauf gucken, auf diese Feuerwache und so. Ein frei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, einer. Bei dem 8. bauen wir dann hier wieder so ein Eck hin. Daneben dann einfach die Linie hier verbinden bis zum Gebäude.
Dann vom Eck hier wieder ein Einer, ein Zweier und hier wieder diese Drei weg. Dann sieht das nämlich genauso aus wie da. Zack, so müsste es aussehen. Dann gehen wir hier weiter. Ne? Drei, also jetzt hier rechts am Gebäude. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dann Zweier, Einer, Einer, Zweier. Und hier die Linie, das heißt, wir verbinden das. Hier ist einmal die Straße, die so, ne, hier drin ist. Zack, dann hier insgesamt 1, 2, 3, 4 Stück. Hier die Linie wieder. Dann sieht das so aus. Also macht ihr das erstmal, Leute. Dann gehen wir hier dazwischen. Dann haben wir ja hier diese, ne, gebaut. Genau mittig davon, dass wir links 3 haben und rechts 3. Also ihr seht das ja hier auf diesem Streifen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 frei und nochmal ein Fünfer. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4 frei. Den fünften Block nach rechts und links. Haben wir hier wieder so eine Markierung zum Halten. Zack. So, dann gehen wir einmal hier hin. Ja, hier an dieses Ende. Das heißt, wir bauen jetzt von hier, ne, von dieser Straße bauen wir weiter. Nach rechts Zweier, dann zwei Einer, Zweier. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dann nach rechts. Zweier, einer, Zweier, so. Zieht er zum Gebäude. So. Dann hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Beim siebten einen nach vorne. Nach links haben wir hier so ein Eck. Nach rechts einer, Zweier. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nach links zwei, einer. Zack. Das ist einmal hier die Straße. Oh, das wird so eine Einfahrt für dieses Depot da unten drin. Dann gehen wir einmal weiter. Das heißt, wir gehen jetzt hier vorne einmal hin. Dann ist es nämlich leichter. Jetzt haben wir einmal hier diese, ne, Kurve reingebaut. Zack, ihr seht das ja, hier rechts ist das Depot. Linke Seite, einmal hier diese Dreierecke weg. Dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei dem 6 und wieder hier 2 weg, dass es eine Ecke ist. Zack. Dann gehen wir einmal nach oben. 1, dann 2er. Daneben bauen wir zwei weg, dann nach unten nochmal zwei, so, ne, hier zu dieser Linie, ihr seht das ja, dann sieht es so aus. Und dann hier runter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Erstmal, dann kommt ihr genau am Gebäude aus. Das ist das Problem, ne, das werden wir dann noch wegmachen. Dann haben wir hier mit dieser Dreier oder dieses Eck, da dann nochmal ein Einer, Zweier und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nach links 1, 2 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. So das Ganze. Jetzt haben wir das erstmal. Jetzt gehen wir hier noch weiter. Das Depot machen wir noch nicht. Jetzt haben wir hier dieses Eck. Da, ne, so auf diesen Streifen hier. Zack, ein frei wieder und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach unten 2. Wir drehen uns einer. Wir drehen uns nochmal ein Zweier. Dann einmal hier die Linie einfach entlang bauen. Bis wir hier ankommen. Kommen wir automatisch hier an. Zack. Dann gehen wir hier neben. Bauen wir nochmal, ne? 1, 2, 3, 4. Das ist so die Haltelinie hier neben. Ne, ihr seht das ja, wir gucken jetzt so drauf. Dann hier nochmal 1, 2, 3 frei. Hier die Linie. Die ziehen wir einfach komplett einmal entlang. Bis nach ganz hinten. Dann verbindet das automatisch. Hier neben kommt ein Parkhaus. Hier. So, zack. Dann wollen wir jetzt hier noch die Streifen reinbauen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier hin. Ne? Hier bauen wir dann wieder 1, 2, 3. Genau hier, wo das endet. Seht das ja jetzt. Dann gehen wir weiter. 2 frei. Dann 1, 2, 3, 4, 5. 4 frei. Nochmal ein Fünfer. 4 frei. Nochmal ein Fünfer. 4 frei. 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 Oder ne, hier nicht mehr. Hier nicht mehr 4 frei. Hier dann jetzt, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Hier nochmal ein Vierer und ein Fünfer. Und dann hier 1, 2, 3, 4. Das heißt, Vierer, Strich, Vierer, Strich. Und dann hier ein Fünfer, Strich. Habe ich mich, glaube ich, irgendwann gestern Abend mal verzählt. Ist aber nicht schlimm. Ne, das heißt, zwei Striche, dann ein Fünfer und dann wieder mit Vierer Abständen. Zack. So. Kleine Sache machen wir noch. Wir bauen hier noch ein bisschen Streifen rein. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Hier haben wir bis jetzt uns die Streifen, das heißt 1, 2, 3, 4, ein 5er, 4, 5er,
4 Fünfer, 4 Fünfer und 4 und ein Fünfer. Nochmal 4 Fünfer, 1, 2, 3, 4 Fünfer und nochmal 1, 2, 3, 4 und die 5. So, dann sind wir nämlich hier. Als nächstes bauen wir dann hier die Kurven und so. Hinten die Hangarplätze habe ich auch alles fertig. Bei dem Tankbereich die Straßen. Genau so weit sind wir jetzt. So, das waren jetzt erstmal gute 20 Minuten. Ihr seht schon ein bisschen da hinten ist auf jeden Fall alles vorbereitet fürs nächste Video. Ein Video packen wir dann vielleicht auch noch das rein, damit das nochmal alles so in ein Video passt. Ich wollte jetzt ein bisschen noch was anderes machen, damit ihr ein bisschen mehr zu tun habt und nicht nur immer Rollfeld baut. Wir sehen uns im nächsten Video. Leute, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Aktiviert gerne die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Jeden Tag ein Video. Einmal Minecraft, einmal FIFA. Schaut immer gerne rein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.